Dr. Markus Gasser ist leitender Arzt der Viszeralchirurgie und wir haben eine tolle Zusammenarbeit hier zwischen den Gastroenterologen und den Viszeralchirurgen. Lieber Markus, ich übergebe dir das Wort. Ja, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dir, lieber Dani, ganz herzlichen Dank für die einführenden Worte. Ich kann das nur zurückgeben und bestätigen, dass die Zusammenarbeit, die wir in Luzern haben, zwischen Gastroenterologie und Chirurgie wunderbar funktioniert und dass das, glaube ich, auch der Schlüssel zum Erfolg ist, die gute Interdisziplinarität. Ich freue mich außerordentlich, dass ich heute Abend hier dabei sein darf, weil das wirklich eine Thematik ist, die mir auch persönlich sehr am Herzen liegt. Gut, also fangen wir an. Warum operieren wir Patienten und Patientinnen mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa? Grundsätzlich sind es ja doch zwei eher unterschiedliche Erkrankungstypen, die aber doch Überschneidungen haben. Bei der Colitis ist es so, dass häufig Patienten und Patientinnen mit schlecht behandelbaren Entzündungen, mit Entartung, mit Krebsentwicklung operiert werden müssen. Bei Morbus Crohn stehen die Fisteln und die Abszesse, die intraabdominellen, aber auch die perianalen im Vordergrund, genauso wie die Strikturen. Aber auch hier medikamentös schlecht einstellbar. Maligne Entartung ist eher seltener als bei der Colitis ulcerosa. Die Notfallindikationen sind bei beiden Krankheitstypen ähnlich. Das toxische Megakolon, eine Erkrankung, bei der es zu einer Aufdehnung des Darmes kommt, einer Dilatation, die dazu führt, obwohl es kein mechanisches Hindernis hat, dass die Wand schlechter durchblutet wird und dadurch Bakterien austreten können und eine schwere Bauchfellentzündung hervorrufen können. Aber auch die Blutung, häufig bei der Colitis ulcerosa, kann ein Grund sein, dass Patienten operiert werden müssen, genauso wie bei der schweren Entzündung der Darmdurchbruch. Fangen wir bei Morbus Crohn an. Welcher Patient soll operiert werden? Nun grundsätzlich Patienten und Patientinnen, die nicht auf eine medikamentöse Therapie ansprechen oder nicht ausreichend gut auf diese Therapie ansprechen. Oder aber Patientinnen und Patienten mit einem ganz isolierten Befall von einem Darmsegment. Dani Venez hat Ihnen das eben schon schön gezeigt, dass beim Morbus Crohn eben das Problem ist, dass die Erkrankung diskontinuierlich den Darm befällt und an verschiedenen Stellen Probleme und Entzündungen hervorrufen kann. Und bei Patientinnen und Patienten, die einen ganz isolierten Befall von einem Segment idealerweise vom Iliozykalbereich haben, die profitieren wahrscheinlich von einer frühen Operation. Dann natürlich Patientinnen und Patienten mit einer Verengung, insbesondere am Dickdarm, weil hier ist das Problem, dass zum einen die Verengung selber Probleme macht, im Sinne von Passagestörung, Bauchkrämpfen, Stuhlverhalt bis hin zum Ileus, zum Darmverschluss, aber auch, dass man natürlich nicht genau weiß, woher kommt diese Verengung. Ist da etwas Malignes dahinter? Steckt da ein Polyp dahinter oder ist es schon eine Entartung? Oder aber man kann diese Engstelle nicht passieren und den restlichen Dickdarm, der weiter Richtung nach oben liegt, nicht einsehen. Nun, dann natürlich akute Entzündungen, wo es zu Perforation gekommen ist, zu Eiteransammlungen, Fisteln, die im Bauchraum aufgetreten sind oder aber jetzt im Dünndarmbereich Verengungen, habe ich Ihnen hier zwei Bilder gezeigt. Zum einen können diese Verengungen durch die chronischen Entzündungen entstehen und narbig sein oder aber durch die akute Entzündung entstehen, indem die Wand anschwillt und quasi akut entzündlich sein. Wenn sie akut entzündlich sind, dann kann man meistens mit Medikamenten relativ schnell Abhilfe schaffen und dafür sorgen, dass die Schwellung abnimmt. Wenn das schon eine etablierte, chronisch narbige Engstelle ist, dann hilft meistens nur noch die Chirurgie
Und hier muss man wieder unterscheiden zwischen lang- oder kurzstreckigen Engstellen. Wenn die Engstellen kurzstreckig sind, dann kann man, wenn man es gastroenterologisch mit dem Endoskop, mit dem Magenspiegelungsgerät oder dem Darmspiegelungsgerät erreichen kann, diese Engstelle aufdehnen. Wenn das nicht möglich ist, dann kommen wir zum Zuge und mit einer Operation kann man die Engstelle längs aufschneiden und quer vernähen und Sie sehen, dadurch kann man die Weite, das weite Lumen des Darmrohres wiederherstellen und damit ist die Passage wieder gewährleistet. Was mir auch ganz wichtig ist und das hat Dani Wenn jetzt auch mehrmals erwähnt, beim Morbus Crohn, wir können nur die Komplikation behandeln, wir können keine Heilung erreichen und deshalb ist es wichtig, dass man darmsparend operiert. Das ist ganz zentral, weil es gibt immer wieder Patienten, die wiederholt Eingriffe haben im Laufe ihres Lebens. Und wenn man da zu großzügig Darm resiziert, besteht die Gefahr, dass es irgendwann zu einem Kurzdarmsyndrom kommt, wo die Resorption von Nahrungsbestandteilen nicht mehr gewährleistet ist. Markus, darf ich dich ganz schnell unterbrechen? Bitte. Es gibt hier ein paar Notizen, dass sie deine Folie nicht sehen. Oh. Hast du deinen Screen geshared? Ja. Du siehst die Folien? Nein, ich sehe sie nicht. Du siehst sie auch nicht. Jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Ja. No. Oh, I'm sorry. Sorry. Gut. Soll ich nochmal anfangen, oder? Nein, ich glaube, schnell durchlaufen nochmal. Okay, nochmal ein kleines Zurück. Eben, da haben wir drüber gesprochen, die verschiedenen Indikationen, wann operiert werden soll. Das ist vielleicht noch wichtig, dass ihr das seht, wo ich drüber gesprochen habe, die Verengungen am Darm. Hier eine Verengung am Dünndarm, wo es darum geht, ist diese narbig oder ist sie entzündlich? Wenn sie narbig ist, dann helfen alle Medikamente nicht, dann ist sie einfach etabliert, dann ist sie chronisch, dann ist sie fibrös, dann hilft nur, dass man die Engstelle quasi quer einschneidet und längs einschneidet und quer vernäht, sodass die Öffnung des Darmes wieder gewährleistet ist. Und eben wenn diese Engstelle kurzstreckig ist und in der Nähe zum Beispiel vom Dünndarm kurz hinter dem Magen ist oder kurz hinter dem Dickdarm, wo man es mit einem Endoskop erreichen kann, kann man die auch aufdehnen. Das ist eben ganz wichtig, wo ich darüber gesprochen habe, dass man daran denkt, dass man darmsparend operieren soll, weil Heilung nicht möglich ist und die Patienten und Patientinnen häufig wiederholt Operationen in ihrem Leben erfahren. Und wenn man dann zu großzügig ist mit den Darmresektionen, die Gefahr von einem Kurzdarmsyndrom besteht. Gut, jetzt Fisteln. Das ist ein ganz, ganz großes Thema beim Morbus Crohn. Und bei den Fisteln, unter Fistel versteht man quasi eine röhrenartige, tubuläre Verbindung zwischen zwei Körperregionen. Und das kann eine Verbindung sein nach außen oder aber nach innen. Und demzufolge unterscheidet man innere Fisteln, wo es zum Beispiel Verbindungen hat von einem Dünndarmsegment zu einem anderen Dünndarmsegment oder von einem Dünndarmsegment zu einem Dickdarmsegment oder äußere Fisteln, wo die Verbindung nach außen geht, zum Beispiel vom Darm zur Haut und das ganz besonders vom Dickdarm zur Haut an der Afterregion, wo wir dann perineale Fisteln haben. Hier nochmal groß aufgezeichnet. Man sieht hier die Anatomie vom Darmausgang, insbesondere wichtig die Schließmuskeln, der innere Schließmuskel, der äußere Schließmuskel, die Fisteln, die können in verschiedenen Beziehungen zum Schließmuskel verlaufen. Und das Unangenehme und Heimtückische bei den Fisteln ist halt eben, sie gehen meistens von den sogenannten Proktodealdrüsen aus, die hier in der Nähe des Darmausganges liegen. Und wenn da ein Sekretstau auftritt, können sich halt eben Abszesse bilden und die sind sehr schmerzhaft und können sehr lästig in der Behandlung sein. Innere Fisteln, hier ein Bild von einem stark entzündeten Dünndarmsegment. Hier das Gelbe ist das Aufhängeband, das Fettgewebe, das Mesenterium vom Dünndarm. Und da, wo dieses Metallstäbli drin ist, ist die Fistel vom Dünndarm.
Diese inneren Fisteln, die können dazu führen, dass mehrere Darmsegmente miteinander verkleben und dann entzündliche Tumoren resultieren. Sie machen natürlich wegen der Entzündung Fieber. Sie können Abszesse, Eiteransammlungen im Bauch machen. Wenn es Kurzschlussverbindungen durch diese Fisteln hat, von einem weit oben gelegenen Darmsegment zu einem weiter unten gelegenen Darmsegment, dann nimmt die Nahrung eine Abkürzung, wird nicht mehr resorbiert und es entsteht ein funktionelles Kurzdarmsyndrom, Durchfälle, Dünndarm, wo es sich quasi über den Dickdarm entleert und dann auch zu Hautirritationen am After führen kann, Allgemeinzustandsverschlechterung, all das. Dass die Lösung ist eine Operation, wo man das fistulierende Darmsegment entfernt und dann die beiden Darmenden wie zwei Röhren mit Nähten wieder einander verbindet. Hier ein Beispiel von einer sogenannten enterokutanen Fistel, also einer Fistel, die zwischen Darm und Haut durchgebrochen ist. Man sieht hier die eröffnete Haut, das Gelbe ist das Unterhautfettgewebe und unten drunter das stark rötlich entzündete ist eine Darmschlinge, die an der Bauchdecke verwachsen war und wo es dann hier auch wieder mit dem Instrument gezeigt eine Fistelöffnung gegeben hat mit Eiteransammlung, was dann durchgebrochen ist zur Körperoberfläche. Man unterscheidet je nach Lokalisation Entero-Entero zwischen Dünndarm und Dünndarm oder Dünndarm und Dickdarm gelegene Fisteln. Aber die Fisteln können auch zum Beispiel vom Darm in die Harnblase durchbrechen oder bei Frauen in die Vagina. Und da muss man natürlich entscheiden, welche Fisteln sollen operiert werden und welche Fisteln müssen operiert werden. Grundsätzlich operiert werden sollen Fisteln zwischen Darm und Harnblase, weil man kann sich vorstellen, dass wenn immer wieder Bakterien in die Harnblase übertreten und aufsteigen in die Niere, das zu schweren Nierenbeckenentzündungen bis hin zur Blutvergiftung führen kann. Fisteln zwischen Darm und Haut ist klar, das ist auch etwas, wenn sich da unkontrolliert Stuhl über die Haut entleert, das ist untragbar, das muss man operieren. Blindendelnde Fisteln, die Abszesse bilden oder halt eben, wenn es zum funktionellen Kurzdarmsyndrom kommt, all das soll operiert werden. Jetzt zum großen Thema der perinealen oder perianalen Fisteln. Das sind, wie gesagt, Fisteln, die von diesen Drüsen am Darmausgang resultieren und dann sich ihren Weg bei Sekretverhalt suchen, entweder nach außen zur Haut oder aber auch nach innen zum Darmlumen. Und bei ihrem Weg durch dieses Gewebe um den Darmausgang herum können sie halt eben zwischen den beiden Schließmuskeln durchwandern oder sie können die Schließmuskeln kreuzen oder sie können auch ganz nach oben wandern und über den Beckenboden zum Darmrohr hinziehen. Und grundsätzlich sind die Untersuchungsmethoden die Kernspintomographie, die uns einen sehr guten Anhalt dafür gibt, wie die Fistel verläuft und auch, ob sie noch Nebengänge hat, blindendende Gänge oder wie genau die Anatomie und der Bezug auch zu den Beckenbodenstrukturen ist. Die Endosonographie, eine Untersuchung mit Ultraschall vom Darm, von der Darminnenseite aus, gibt uns da auch Anhaltspunkte. Und die Therapie schlussendlich ist hier auf der rechten Seite dargelegt. Die Fisteln sollen mit einem Faden oder einer Gummilasche drainiert werden, damit das Sekret abfließen kann und es sich eben keine Verhalte bilden und Abszesse. Wenn das immer wieder aufflammt und nicht zur Ruhe kommt, kann es auch mal sein, dass der letzte Weg die Anlage eines künstlichen Darmausganges ist, mit dem Ziel, dass halt vorübergehend an diesen Fisteln kein Stuhl mit Bakterien vorbeifließt und damit die Chancen, dass es abheilt, verbessert werden können. Langfristig ist ganz klar, da gibt es verschiedene Methoden, ist das Ziel, diese Fisteln zu verschließen. Jetzt, die Fisteln sind bei der Colitis eher selten, beim Crohn eher die Regel und sogar 10% aller Patientinnen und Patienten mit Morbus Crohn haben als Erstmanifestation ihrer Erkrankung eine Fistel oder ein Perianalabszess und werden damit symptomatisch. Und die große Gefahr ist halt eben, wenn immer wieder in diesem Bereich vom Schließmuskel, vom Darmausgang
Fisteln und Abszesse auftreten, dass bei immer wieder notwendigen Operationen zur Abszessentlastung und der chronischen Entzündung irgendwann die Gefahr besteht, dass der Schließmuskel so zerstört ist oder so geschädigt ist, dass es halt eben Probleme mit der Darmentleerung macht. Entweder kann es Engstellen geben oder halt eben auch ist der Schließmuskel geschädigt, unkontrollierte Entleerung. Und das gilt es auf jeden Fall natürlich zu vermeiden. Nun Perianalabszesse, wenn das Sekret aus den Fisteln nicht mehr abfließen kann. Hier im Bild klassisch diese bläulich-rötliche Verfärbung, Schwellung, extremst schmerzhaft, weil das natürlich eine Region ist, die sehr stark von Nervenzellen durchsetzt ist. Und da ist ganz wichtig, dass man relativ rasch handelt und den Patientinnen und Patienten Erleichterung verschafft, das chirurgisch entlastet, dass der Eiter abfließen kann und das Ganze dann abheilen lässt. Man darf das nicht sofort wieder zunähen, weil dann die Bakterien, die noch in der Tiefe des Abszesses liegen, gerade wieder aufflammen und sich vermehren würden. Man muss das ausheilen lassen, aus der Tiefe zuheilen lassen und dann meistens findet man in der akuten Entzündung auch nicht die zugrunde liegende Fistel, sondern muss dann, nachdem es abgeheilt ist, nach 4 oder 6 Wochen eine Darmspiegelung oder eine Enddarmspiegelung durchführen, um diese Fistel zu suchen und dann mit so einem Faden oder einem Gummiseton zu trainieren, dass das Ganze nicht wieder auftritt. Hier nochmal eine Übersicht über die Behandlung der Perianalfisteln. Die akut symptomatische Fistel, wie beschrieben, wenn sie einen Abszess gebildet hat, chirurgisch eröffnen, Fistel trainieren, Einlage einer Seton-Drainage. Das kann durchaus, wenn die Fistel nicht zum Abheilen gebracht werden kann, beim Morbus Crohn auch mal als Langzeittherapie durchgeführt werden. Und diese Drainagen können immer wieder gewechselt werden und gewährleisten einfach, dass sich dort keine Abszesse mehr bilden. Der definitive Fistelverschluss kann mittels verschiedener Methoden durchgeführt werden. Und das ist in der Chirurgie ist das so eine eiserne Regel. Immer wenn es sehr, sehr viele Methoden für ein Krankheitsbild gibt, dann ist das Problem, dass man einfach noch nicht die optimale Methode gefunden hat, oder? Und ich werde gleich ein paar Worte zu den einzelnen Methoden noch verlieren. Das Stoma als letzte Variante, wenn halt eben alles andere versagt, immer wieder Abszesse sich bilden, trotz dieser Einlage von den Seton-Drainagen, dass das Stoma vorübergehend als Deviationsstoma gesetzt wird, dass kein Stuhl an dieser Region vorbeifließt. Das gilt es halt eben zu vermeiden. Das ist die Situation, wenn die Fisteln immer wieder Abszesse machen, wenn immer wieder operiert wird und irgendwann der Schließmuskel und der Enddarmbereich quasi zerstört und chronisch vernarbt ist, dass alles andere nichts mehr hilft, als dass man den Mastdarm, den Enddarm entfernt. Nun zu der Behandlung der Fisteln. Die Idealform ist die ganz oberflächliche Fistel, die quasi nur durch Haut und Unterhautfettgewebe verläuft und keinerlei Kontakt zu Darm- oder Schließmuskelstrukturen hat. Diese Fistel, die kann man dann einfach mit so einer Sonde unterfahren und aufschneiden. Und das Entscheidende ist, die Fisteln sind innen ausgekleidet von Gewebe, das quasi dem Hautgewebe, dem Epithel ähnelt. Und deshalb können sie auch nicht heilen. Und wenn man sie aufgeschnitten hat, muss man dieses Hautgewebe entfernen, diese oberste Schicht. Und dann können diese Fisteln in aller Regel, diese oberflächlichen Fisteln, problemlos verheilen. Wenn dies nicht möglich ist und zum Beispiel Muskelstrukturen vom Schließmuskel betroffen sind, dann ist es halt günstiger, wenn man zuerst zur Drainage einen solchen Seton einlegt, einen Faden, und die akute Entzündung abklingen lässt. Und früher hat man sogenannte schneidende Setons eingelegt. Das können Sie sich vorstellen wie ein Weidezaun, der um einen Baum geführt ist. Und wenn man den stark genug anzieht, dann arbeitet der sich irgendwann durch den Baum durch. Oder? Und das gleiche Prinzip hat man bei diesen schneidenden Setons angewendet und hatte das Gefühl, wenn man die ganz eng zieht, dann arbeiten die sich irgendwann durch den Schließmuskel durch und übrig bleibt dann ein bisschen Narbengewebe, aber das hat man herausgefunden, dass das nicht ideal ist. Heutzutage sind das rein trainierende Setons, die quasi die Vorbereitung sind für den definitiven Fistelverschluss und das sehen Sie hier, das ist der sogenannte Advanced Mucosa Flap, das ist eigentlich im Moment also für mich der Goldstandard des Fistelverschlusses.
Das heißt, ein Verschiebelappen aus Schleimhaut. Und Sie sehen hier die verschiedenen Teilschritte dieses Verschlusses aufgeführt. Einmal gibt es hier außen dieses zylinderförmige Stück, ist die äußere Öffnung der Fistel. Und hier in diesem Spreizer schauen Sie quasi in den Darm hinein und sehen dort die innere Öffnung der Fistel. Und wichtig ist, dass man halt eben den gesamten zylinderförmigen Teil aus Haut- und Unterhautfettgewebe ausschneidet bis zur Darmschleimhaut hin, weil das ist der Teil, der eben von diesem Epithel ausgekleidet ist und so nicht verheilen kann. Und wenn man diesen Zylinder weggenommen hat, dann wird in einem nächsten Schritt so türflügelartig ein viereckiges Stück Darmschleimhaut von der darunterliegenden Muskulatur abgelöst, dann die Muskulatur vernäht und dieser Türflügel wird wieder über diese Naht drüber gelegt und verschlossen. Und damit ist quasi im Darminneren die Schleimhaut verschlossen, aber außen kann das Ganze noch drainieren und das Sekret noch abfließen. Und das hat natürlich, ist die ganze Fistelchirurgie, wie soll ich sagen, nicht ganz einfach, weil es leider immer wieder zu Neuauftreten von Fisteln kommen kann. Aber unter all den Behandlungsmethoden meines Erachtens die besten Resultate. Es gibt weitere Methoden, die durchaus auch ihren Stellenwert haben. Zum Beispiel Fibrinkleber. Dabei wird mit so einer dünnen Kanüle Fibrinkleber in die Fistel hineingespritzt und das Ganze verschlossen. Da ist leider auch die Rate des Wiederauftretens sehr, sehr hoch. Es gibt noch andere Methoden, wie zum Beispiel dieses Plug. Das ist ein Gewebezylinder, der in die Fistel hineingezogen wird und da dann mit dem eigenen Körpergewebe verschmelzen und verheilen soll und eine Narbe bilden soll. Und dann hier dieses etwas martialisch aussehende Gerät, das ist ein Clip, wir sagen dem auch Bärenkralle, so eine Klammer, die quasi von innen die Öffnung der Fistel verschließen soll. Auch Laser oder Infrarot-Applikationen gibt es mit dem Ziel, dass halt eben das Epithel, das ist, glaube ich, das alles Entscheidende, auch bevor man zum Beispiel Fibrin appliziert, dass das Epithel inwendig zerstört wird, weil solange das Epithel dort vorhanden ist, dann diese Oberfläche kann die Fistel nicht verkleben und nicht verheilen. Und das ist auch ein Satz, den Danny Venetz schon angesprochen hat. John Alexander Williams war ein Chirurg aus Großbritannien, der sich in seinem Leben sehr, sehr viel mit Kronchirurgie beschäftigt hat. Und er hat eben genau das gesagt, mach as much as necessary and as little as possible. Das ist, glaube ich, das alles Entscheidende, nicht nur bei den Medikamenten, sondern auch bei der Chirurgie, dass man wirklich ganz, ganz individuell auf den Patienten ausgerichtet das richtige Maß an Chirurgie anwendet. Nun zur Colitis ulcerosa. Auch da der Unterschied zwischen Wahleingriff und Notfalleingriff. Der Wahleingriff bei der Colitis ulcerosa, und das ist der große Unterschied im Vergleich zum Morbus Crohn, jetzt vor allem auch für uns Chirurgen, mit einer ja nicht ganz kleinen Operation, aber ist die Colitis ulcerosa heilbar? Oder man kann, indem man den Dickdarm und Mastdarm entfernt, das Zielorgan der Colitis ulcerosa quasi komplett wegnehmen. Und damit ist die Standardoperation diese sogenannte restaurative Proktokolektomie mit ilioanalem Pouch. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man den gesamten Mast und Dickdarm entfernt und als Ersatz für das Reservoir des Mastdarmes diesen ilioanalen Pouch, also eine Tasche, die man konstruiert aus zwei Dünndarmschlingen, ersetzt. Man kann damit eine sehr gute Lebensqualität erreichen. 5 bis 6 Stuhlgänge pro Tag sind sicherlich ideal. Auch die Kontinenz ist bei den so operierten Patientinnen und Patienten durchaus sehr hoch, über 90%. Allerdings ist ein bisschen der Wermutstropfen, dass es vorübergehend nach der Operation für vielleicht 6 bis 8 Wochen einen künstlichen Darmausgang braucht, einfach als Schutz, dass die eigentliche Operation gut abheilen kann, weil die doch eine Komplikationsrate hat von doch 10%. Und damit das gut einheilen kann, ist dieser künstliche Darmausgang vorübergehend notwendig. In der Notfallsituation ist klar,
bei der Colitis ulcerosa das toxische Megakolon, wo ich Ihnen schon berichtet habe, wenn der Darm sich aufdehnt und die Darmwand nicht mehr gut durchblutet ist und es zu einer Pseudoobstruktion ohne eigentlich mechanisches Hindernis, also einer Aufdehnung, eines Art Darmverschluss, obwohl eigentlich gar kein Hindernis da ist, kommt, wo Bakterien durchwandern können, eine Bauchfellentzündung machen mit einer, wenn sie nicht frühzeitig behandelt wird, doch recht hohen Todesfolge. In der Situation ist dann meistens nur die komplette Wegnahme des gesamten Dickdarmes und in der Notfallsituation dann eine Anlage eines künstlichen Darmausganges zielführend. Blutung, das Gleiche. In der Notfallsituation, man hat sich so als Regel gemacht, wenn man mehr als 4 Blutkonserven pro 24 Stunden verabreichen soll, sollte man zumindest mal über eine Operation nachdenken. Aber auch das ist natürlich eine Situation, die ganz individuell entschieden werden muss. Fulminante Colitis, da ist es so, dass man eigentlich sagt, wenn der Patient, der Allgemeinzustand des Patienten es verträgt, kann man durchaus ein paar Tage versuchen, das medikamentös zu behandeln, bevor man die radikale Operation wählt, weil das ist immer so, in der Notfallsituation zu operieren, bedeutet viel mehr Komplikationen und Risiken, als wenn man das medikamentös behandeln kann und dann unter kontrollierten Bedingungen in der Elektivsituation operieren kann. Nun, was spricht für die Chirurgie bei der Colitis ulcerosa? Ganz klar die Heilung. Man kann Patienten wirklich damit heilen, weil einfach der Mastdarm und Dickdarm weg sind. Karzinome sind bei der Colitis natürlich auch ein Thema, noch mehr als beim Morbus Crohn, die erhöhte Rate von Dickdarmkrebs und die regelmäßigen Vorsorgen, die notwendig sind. Auch das entfällt natürlich, wenn der ganze Dick- und Mastdarm entfernt ist. Die Resultate eben, was die Lebensqualität angeht, sind recht gut, aber es ist eine Operation oder sogar meistens 2 Operationen, die durchgeführt werden müssen mit den Risiken und Komplikationen, die es gibt. Nun, grundsätzlich bei dieser kompletten Entfernung von Dick- und Mastdarm gibt es 3 Strategien. Also das eine wäre, dass man sagt, okay, Mastdarm und Dickdarm entfernen ist nun wirklich total radikal. Es hat überhaupt keine Dickdarm mehr, wo Flüssigkeit rückresorbieren kann. Und man muss diese neu gebildete Dünndarmtasche, den Pouch, auf den Schließmuskel direkt nähen, was meistens von der Funktion nicht gut ist. Und dass man eine Art Kompromiss macht und sagt, na gut, den Mastdarm, also die letzten 15, 20 Zentimeter belässt man, näht den Dünndarm darauf, hat eine bessere Schließmuskelfunktion. Aber das ist nur möglich, wenn bei Patientinnen und Patienten mit Colitis, wo der Mastdarm nicht befallen ist, die also keine Proktitis haben. Und bedeutet auch, dass die 20 cm Dickdarmschleimhaut, die dann noch da sind, dass die regelmäßig kontrolliert werden, damit man eine Entartung frühzeitig entdeckt. Dann die Standardoperation, wo der komplette Dick- und Mastdarm, also komplett alle Schleimhaut entfernt wird und mit dem J-Pouch, mit dieser Dünndarmtasche ersetzt wird. Oder aber, wenn man sagt, naja, es sind schon ältere Menschen, wo grundsätzlich sowieso schon eine schlechte Schließmuskelfunktion haben, dass man sagt, na gut, man entfernt Dick- und Mastdarm, aber nimmt nicht das Risiko einer Neukonstruktion einer Dünndarmtasche in Kauf, sondern versorgt diese Patientinnen und Patienten von vornherein mit einem endständigen künstlichen Darmausgang. Das ist sicherlich der Goldstandard bei jüngeren Patienten. Sie sehen das hier in den Skizzen aufgemalt, wie die Operation vonstatten geht. Alles, was hier dunkelrot gemalt ist, das ist der Dickdarm und auch der Mastdarm, der dann in dieser Situation komplett entfernt wird. Hier, wo der Begriff Ilium steht, das ist der Teil, wo dann übrig bleibt. Und der wird hier in dem Bild daneben so nebeneinander gelegt, wie ein Hockeyschläger. Und das ist dann dieser J- oder J-Pouch. Und weiter oben diese vorübergehende Iliostomie, der vorübergehende Schutzdarmausgang, damit unten alles in Ruhe heilen kann. Hier sehen Sie ein Bild, wie das während der Operation aussieht. Auf dem Bild unten wäre der Kopf des Patienten, auf dem Bild oben die Beine des Patienten und Sie schauen quasi in den Bauch hinein. Sie sehen hier vorne unter diesem Metallhaken die Harnblase liegen und diese Öffnung dahinter, da
ist der Mastdarm ursprünglich mal gesessen und da kommt dann dieser J-Pouch als Ersatz hinein. Die Operation wird in der Regel zweizeitig durchgeführt, dass man nämlich den Mastdarm und Dickdarm entfernt und diesen J-Pouch bereits an diese Stelle legt und mit dem Schließmuskel verbindet und dann halt eben als Schutz einen künstlichen Darmausgang setzt. Der wird dann in der zweiten Operation, deshalb zweizeitige Operation, wieder zurückverlagert. Und hier sehen Sie Bilder, wie das in der Wirklichkeit aussieht. Auf der rechten Seite die zwei Dünndarmschlingen, die nebeneinander gelegt und miteinander verbunden worden sind. Auf der linken Seite die Skizze mit diesem Klammernahtgerät, dem sagen wir Stapler. Das kann vorne an diesen beiden Armen, kann das schneiden und gleichzeitig mit ganz feinen Titanklemmerchen die beiden Darmstücke miteinander verbinden, sodass eine große Höhle entsteht. Das nochmal Bilder während der Operation. Der Darm wird dann wie umgestülpt, wie ein Handschuh, damit man mit diesem Klammernahtgerät quasi die Verbindung zwischen dieser beiden Darmanteile schaffen kann. Und das ist jetzt ein Bild von so einem Schutzstoma, einem künstlichen Darmausgang, damit der Stuhl nicht an der Darmnaht, die im kleinen Becken liegt, vorbeifließt. Auf der rechten Seite, das wäre der zuführende Schenkel, der wird extra so etwas erhaben, eingenäht, idealerweise 4-5 cm, damit der Stuhl, das ist der Dünndarmstuhl, der zum Teil auch recht aggressiv sein kann, direkt in den Beutel fließen kann und nicht die Haut irritiert. Der sogenannte abführende Schenkel auf der linken Seite, der kann auf Hautniveau eingenäht werden. Dort entleert sich kein Sekret. Und der Vorteil an dieser Konstruktion ist, dass sie dann später einmal, ohne dass Sie den Bauch wieder eröffnen müssen, ganz lokal dieses Stoma ausschneiden können, die beiden Darmröhren aneinanderlegen können und vernähen können. Wie gesagt, ohne dass Sie nochmal den Bauch aufschneiden müssen, was natürlich viel, viel schonender für die Patientinnen und Patienten ist. Probleme und Komplikationen. Leider kann es auch dort immer noch zu Entzündungen von diesem Pouch, von dieser Tasche kommen, mit natürlich auch entsprechenden Nachblutungen, Wundheilungsstörungen, dass das Ganze nicht gut einheilt. Man operiert dort in einer Region, wo leider recht wichtige Nervenfasern vorbeilaufen, nämlich die autonomen Nervenfasern für die Potenz und für die Blasenentleerung. Und da muss man natürlich sehr gut Sorge haben, dass da keine Verletzungen entstehen, um keine Potenz- oder Blasenentleerungsprobleme hervorzurufen. Wenn es zu einer Undichtigkeit der Naht kommt zwischen Schließmuskel und Pouch, kann das sein, dass das Ganze nicht einheilt oder so einheilt, dass es eine schlechte Funktion hat, dass es sich Narben bilden, Engstellen, dass die Patienten nicht glücklich und zufrieden damit sind, was wir dann als Pouchverlust bezeichnen, was dann natürlich in einem endständigen Stoma endet und zwar in einem definitiven, also lebenslangen Stoma. Dessen muss man sich bewusst sein, der Prozentsatz, wo dann in einem Stoma enden, ist nicht ganz null. Dessen muss man sich bewusst sein, wenn man diese Operationen wählt. Aber das ist auch etwas, ich meine, die funktionellen Resultate darf man nicht vergleichen mit denen von einem darmgesunden Menschen, sondern im Vergleich zu der Situation vorher. Und da hören wir doch immer wieder von unseren Patienten und Patienten, dass auch wenn sie 6-8 Stuhlentleerungen haben und auch vielleicht nachts eine Stuhlentleerung, dass es immer noch viel, viel besser ist und sie viel, viel glücklicher mit dieser Situation sind, als es vorher war. Nun, ich möchte kurz zusammenfassen. Der Stellenwert der Chirurgie in der Notfallsituation ganz klar, Darmdurchbruch, Perforation, schwerste Entzündungen, die medikamentös nicht in den Griff zu bekommen sind. Der Darmverschluss durch Verengungen, ob die nun narbig sind oder entzündlich und natürlich Blutungen, insbesondere bei der Colitis ulcerosa. Der Wahleingriff bei der Colitis ulcerosa heilt die Krankheit, die Operation nimmt das Ziel der Erkrankung weg, ist indiziert, sollte durchgeführt werden bei schweren Verläufen, wenn die Krankheit medikamentös nicht einstellbar ist und weil früher oder später, das weiß man, das Risiko an einem Darmkrebs zu erkranken doch deutlich erhöht ist.
beim Morbus Crohn schlussendlich müssen wir uns bewusst sein, dass wir mit der Chirurgie nur die Komplikationen behandeln und die Patientinnen und Patienten begleiten, insbesondere wenn sie Strukturen haben, dadurch Bauchschmerzen, Krämpfe nach dem Essen, Gewichtsverlust, all das, wo wir ihnen helfen können, oder aber Fisteln, wie beschrieben, die Abszesse bilden und die wir dann sanieren können. Damit danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich dann später auf Ihre Fragen. Vielen Dank.